Einen absolut, und ich meine wirklich absolut wunderschönen guten Morgen an diesem Montag, dem 16. August 2021. Wir starten heute in Woche 34 des Weekly Vlogs. So sieht's aus, Woche 34. Wie die Zeit vergeht. So, jetzt habe ich es schon direkt am Anfang der Woche gesagt. Jetzt muss ich es unter der Woche nicht nochmal sagen. Ich bin heute wieder ein bisschen entspannter unterwegs, Also, wenn ich mich auf dem Weg zur Arbeit mache, wir haben jetzt kurz nach 7:30, da war ich die letzten Male schon immer eine halbe Stunde fleißig am Arbeiten. Aber montags ist das bei mir immer ein bisschen entspannter, dadurch, dass ich ja dann zu Steffi fahre und es dann ganz gut passt, wenn ich da so gegen 5:30 bin. Und es kommt sich rechnerisch einfach besser aus. Ne? Ja, ansonsten ist heute halt ein ganz normaler Montag. Das heißt, ich werde arbeiten, ich werde zu Steffi fahren. Ich habe gestern Abend noch das Chili vorgekocht, das werde ich dann mitnehmen. Das wird alles ganz wunderbärchen. Ich habe mir gerade meinen Kaffee gemacht. Den werde ich mir jetzt noch reinschlürfen und mich dann mal langsam auf den Weg zur Arbeit machen und gucken, was dieser Montag so bringt. Ich habe richtig, wenn ich das sagen darf, richtigen Montagsblues. Irgendwie, naja, es ist halt so. Montage, ich glaube, ich brauche mal wieder Urlaub. Das ist, muss nur gucken, wann und wie. Ja. Ihr kommt gut in den Tag, ich komme gut in den Tag mit meinem Käffchen und wir sehen uns nach der Arbeit. Hallo, mein Name ist Martin und ich brauche eine Fernbedienung. Sie lag gerade hier und ich brauche doch jetzt immer dann an Anfang, damit ich jedes Mal, wenn ich montags abends hier sitze, sage, ich bin bei Steffi. Steffi, was haben wir gerade gemacht? Wir haben gegessen, das ist auch richtig. Ich glaube, das war so mit einer der durchschnittlichsten Montagabende, die wir so verbringen können, oder? Das stimmt nicht. Wir haben beschlossen, dass wir vielleicht zu einer Comic-Con gehen. Ja, eventuell, falls im Dezember tatsächlich die Comic-Con in Dortmund stattfindet, wollen Steffi und ich einen Tag hingehen. Einfach, um uns mal wieder das Erlebnis Comic-Con zu geben. Und da wir ja beide durchgeimpft sind, sollte das ja hoffentlich für uns relativ ungefährlich sein, solange das mit den Zahlen und Inzidenzen und schieß mich tot alles auch weiter klappt und diese Con jemals stattfinden wird. Aber so der Gedanke ist gerade sehr schön. Der Gedanke ist schön, einfach mal 2 Stunden über eine Con zu laufen und sich oder einen halben Tag. Ja. Und ich weiß noch nicht, ob ich einen halben Tag aushalte. Ich bin so Menschen mittlerweile, nach 2 Jahren. Ja. Oder das, anderthalb Jahren. Ich weiß noch, wie wir vor 3 Monaten das erste Mal wieder im Ikea waren, so richtig das erste Mal im Geschäft. Und das war merkwürdig. Das war merkwürdig. Steffi, ich glaube, du musst da gerade ein bisschen. Verstehe. Nein, das ist mir peinlich. Er legt dich wieder hin, kleiner Mu. Ja. Er ist sehr unter Schmus, denn ich war ja. Ja. In Nürnberg. Das ist richtig. Was ich übrigens, das kann ich jetzt auch im Vlog sagen, smarterweise erst gestern im Vlog erzählt habe, der heute online geht. Ach, guck. Ja. Das finde ich gut. Vielen Dank, vielen Dank. Ja, Privatsphäre und so. Ja, auf jeden Fall war Steffi in Nürnberg Freunde besuchen. Mhm. Und, ja, da war er hier 2 Tage hart unter Schmus, weil ich ihn ja auch nur füttere und er sich dann ja meistens wenig zeigt. Als ich Samstag dann ein bisschen länger hier war, Steffis Einkauf noch im Kühlschrank einräumen und so, dann lag er halt so in einiger Distanz im Schlafzimmer und hat so in den Flur geguckt und hat mich aber auch nur angeguckt nach dem Motto, und du, was machst du hier? Und ja, aber jetzt muss er natürlich ein bisschen Schmusebedarf nachholen. Ja, er muss jetzt... Und er ist auch schon wieder sehr müde. Also Steffi, vielleicht kannst du das nochmal ganz kurz einmal cineastisch begleiten hier. Er ist wirklich sehr müde. Ja. Kleine. Wie viel schlafen Katzen nochmal am Tag? 20 Stunden oder sowas? Ja, das ist zwischen 18 und 20 Stunden, glaube ich. Gut, kann ich aber auch von jetzt nach kurz. Ja, ansonsten steht für mich jetzt gleich noch Folgendes an. Ich fahre jetzt gleich nach Hause, werde einen Blogbeitrag fertig machen, der morgen online geht für etwas Genuss. Und werde eine Podcast-Folge aufnehmen mit den Jungs heute Abend noch. Hurra! Ja, das heißt, dass ich jetzt versuche, der Production-Schedule für etwas Genuss wird sein, freitags ein Video und dienstags ein Blogbeitrag oder noch ein Video. Boah! Ja, das wird zumindest das, was ich im Moment anstrebe, ob sich das so bewahrheitet, werden wir sehen, aber das ist zumindest erstmal das, woran ich mich richte. Wonach ich mich richte. Das ist was anderes. Kleine Ursache, große Wirkung. Da muss sich aber auch jemand erstmal noch das Kind kratzen lassen. Das ist wichtig.
Öhrchen. Ja, die sind wichtig. Ja. Das ist im wahrsten Sinne des Wortes ein Schmusekater. Ja, das ist er wohl wirklich. Ja, das ist, da gibt's auch, da kann auch nicht genug geschmust werden. Nee, das ist schon, das ist schon alles gut, so auch wenn du jedes Mal sein Fell durcheinander machst. Ja, ich weiß, Unverschämtheit. Das ist wirklich eine Unverschämtheit. Ey, soll ich auch jetzt wieder meinen Abschied ankündigen im Vlog? Ist eigentlich Tradition, oder? Ja, ich kann mich nur gerade nicht die Hand geben oder so, weil ich hier noch beschäftigt bin. Warte, ich gebe die Kamera so in die. Die Kamera, die Hand so in die Kamera, so, hey. Hey! So kann sich. Das ist kein, auf keinen Fall. Und jetzt, wenn ihr eine 3D-Brille habt. Hey, okay, tschüss. Tschüss. Ich bin wieder zu Hause und bin hier oben im Tischstudio. Habe gerade die beiden Pedomo-Zigarren, die ich noch im Humidor habe, fotografiert. Da wird es Reviews zu geben, aber als Blogartikel. Dadurch, dass ich beide nicht gut vertragen habe und jetzt auch diese Exemplare selber nicht mehr rauchen werde, sondern verschenken werde. Einfach weil das für mich einfach auch das Sinnvollste ist, was ich damit jetzt machen kann. Da soll sich jemand drüber freuen, der da vielleicht ein bisschen mehr Nikotintoleranz hat als ich, weil ich persönlich habe, wie ich festgestellt habe, keine hohe Nikotintoleranz. Und das sind wirklich zwei Babys, zwei Perdomos. Das ist einmal die 20th Anniversary Grande Corona Connecticut Grande Corona, und dann habe ich hier die Factory Tour Blend Churchill Maduro, nee, Maduro Churchill, so rum. Das ist die dunkle, das ist die ich die Tage geraucht habe, wo mir so übel von wurde. Und von der anderen wurde mir auch übel, halt aufgrund des relativ hohen Nikotingehalts. Ja, und die werde ich jetzt verschenken, werde aber vorher noch Reviews dazu schreiben und das Ganze ein bisschen zusammenfassen, damit ich auch noch ein bisschen Content zumindest rausgeholt habe. Aber ansonsten total schmerzfrei verschenken. Es sind schöne Zigarren, nur nicht für mich. So, und jetzt gleich da noch eine Podcast-Folge aufnehmen. Also es gibt genug zu tun. Jetzt gleich geht es los mit der Podcast-Aufnahme. Ich bin gerade dabei, das Review zu schreiben für die Perdomo-Zigarre. Hier kann man auch mal so ein bisschen, das ist das Foto, das ich dafür benutzen werde. Also das ist die Instagram-Variante, das wird das Titelfoto für die Website. Wird jetzt kein zu ausführliches Review, sondern einfach, weil ich die Zigarre halt auch nicht zu 100% empfehlen kann. Deswegen bräuchte ich da jetzt auch kein Video zu machen, sondern werde, und für ein Video müsste ich sie auch nochmal rauchen. Und das will ich wirklich nicht. Von daher habe ich das jetzt hier nochmal als Ansichtsexemplar da und werde es dann. Also einfach, damit ich noch mal ein bisschen was zur Banderole sagen kann, zur Kappe, zum Deckblatt und so, zum Kalkgeruch, der wirklich wunderbar ist. Aber die wird dann auf jeden Fall verschenkt. Genauso wie die zweite, da werde ich es genauso handhaben und quasi etwas aus der Erinnerung fischen, wie ich sie erlebt habe. Aber das wird auch nur ein Kurzreview. Wie gesagt, beides an sich echt schöne Zigarren, für mich aber leider einfach zu stark. Und das muss ich akzeptieren. Und ich habe jetzt auch wenig Lust, mir da eine Toleranz aufzubauen, auf die ich keine Lust habe. Ist halt so. So, ich muss mich jetzt aber sputen. Es geht an, podcasten. Ihr kennt den ganzen Bums. Wir sehen uns gleich nochmal, Leute. So, Podcast-Folge aufgenommen. Und den Blogbeitrag fertig geschrieben. Der ist jetzt für morgen eingestellt. Dienstags möchte ich ja gerne einen Blogbeitrag veröffentlichen. Das wird jetzt morgen auch passieren. Ich bin extrem müde. Ich bin total im Sack. Ich mache deswegen jetzt auch Feier mit dem Blog. Ich werde diesen Vlog morgen Abend schneiden. Das passt dann noch. Ich bin nur gerade einfach ziemlich fertig. Und möchte heute auch gerne etwas eher ins Bett. Von daher, Leute, ich würde sagen, wir sehen uns morgen. Ich würde nicht nur sagen, wir sehen uns morgen. Wir sehen uns morgen, zweiter Tag, Woche 34. Haut rein. Gute Nacht. Einen absolut wunderschönen guten Morgen an diesem Freitag, den 20.08.2021. Es ist der fünfte Tag von Woche 34 des Weekly Vlogs. Das Wetter ist grau und durchwachsen. Eigentlich genauso, wie es das gestern auch war, aber es ist trocken. Morgen soll es warm und sonnig werden. Morgen möchte Steffi vorbeikommen. Beziehungsweise haben wir gesagt, dass es cool wäre, wenn Steffi morgen vorbeikommt, und sie hat da auch Bock drauf. Und dann machen wir mal wieder gemeinschaftlich was im Garten, werden ein bisschen grillen. So, ja, nochmal versuchen, ein bisschen was vom Rest des Sommers mitzunehmen, der ja kein Sommer war. Mann, Mann, Mann. Ich war jetzt gerade bei Edeka. Habe mir tatsächlich dann heute auch Eier zum Frühstücken geholt. Habe mir Brötchen mitgenommen. Und werde jetzt ganz entspannt versuchen, in meinen Tag zu starten.
Ich werde nachher noch einkaufen fahren und dann zu Steffi. Ja, eigentlich alles das Übliche. Ne? Ja, würde ich sagen. Ich bin jetzt zu Hause. Ihr kommt gut in den Tag. Ich komme gut in den Tag. Ich mache mir jetzt erstmal ein Käffchen von Hania. Das war jetzt so dunkel, dass man es nicht wirklich gesehen hat. Oh Mann, ich habe mich extra auf den Boden gekniet, weil ich wieder anders ins Bild kommen wollte, weil ich natürlich, und das wissen wir alle, das habe ich ja schon angekündigt, man könnte jetzt viele Worte verlieren für eine Sache, die allgemein bekannt ist, aber ich persönlich bin ja immer ein Freund davon, sich kurz zu fassen. Deswegen werde ich jetzt ohne weitere Umschweifung einfach klar hinaus sagen, wirklich total straight, ich bin bei Steffi. Wuhu! Steffi hat gekocht und wir haben gegessen. Ich fand die Aufteilung ganz hervorragend, muss ich ganz ehrlich sagen. Steffi hat danach nochmal lecker Käffchen gemacht, das war auch ganz wunderbar. Und jetzt kommen wir zu einer Herzensangelegenheit, das können wir so sagen. Ich komme mir ein bisschen vor, als würde ich irgendwie wetten, das moderieren. Ja. Steffi, du möchtest etwas richtig stellen? Ich möchte etwas richtig stellen und zwar habe ich in dem Vlog, als ich meine Pflanzen vorgestellt habe, alles falsch gemacht. Ich habe Fehler gemacht. Und zwar ist das kein Philodendron, sondern wie sich rausgestellt hat, ist das eine Monstera. Ich kenne Monstera halt nur mit so Fenestrationen. Einkerbungen in Blättern. Genau. Diese Hochwachs und so, aber tatsächlich ist das eine Monstera Stanleyana. Mit so wunderschönen Panaschierungen. Ich habe auch Paschierung gesagt, das heißt Panaschierung. Natürlich. Das ist sehr wichtig und die lebt jetzt hier und die kriegt auch neue Blätter, so. Und das hier ist keine Korbmarante, sondern eine Stromante. Stromante, ja. Das ist eine harte Tante. Das war mir jetzt ein persönliches Anliegen, das klarzustellen und ansonsten... Was machten hier deine Setzlinge? Ja, also ne, hier, der gibt immer noch Vollgas. Den kann ich direkt jetzt tatsächlich schnell einpflanzen, danke. Der hier steht mittlerweile in einem größeren Glas. Diesen Tipp habe ich in einer Facebook-Gruppe bekommen, damit die Luftfeuchtigkeit ein bisschen erhöht ist, damit er vielleicht... schneller wächst oder auch nicht. Und ich habe jetzt noch, ich heute bekommen, das ist eine Efeutute. Ein Epipremum Marble Queen. Und es hat so tolle, sieht man jetzt gar nicht richtig, glaube ich. Aber es hat so schöne Musterung auf dem Blatt. Was denn? Ja, jetzt sieht man es besser. Ah, okay. Es hat so schöne Musterung auf dem Blatt halt. Und ist noch eine Babypflanze. Und dann... das ist für mein Projekt Mini-Terrarium. Der Farn ist leider ein bisschen größer, als ich mir das so vorgestellt hatte. Aber ganz kurz, bis zum Blähton. Falls noch jemand im Ruhrgebiet Blähton möchte, braucht, ich habe jede Menge Blähton. Kann ich dafür, den gibt es in nicht kleiner. Und also habe ich jedenfalls nicht in kleiner gefunden. Und das ist das so. Und ich werde auf dem Laufenden halten, wie sich... Und da habe ich nämlich, das ist Moos. Denn ohne Moos? Nix los. Ballenmoos. Und das ist halt dieser komische Farn, der für Terrarien geeignet ist. Darum habe ich den gekauft, aber er ist halt sehr groß, ne? Aber hübsch soweit. So wie ich. Ja, wobei Star of the Show ist natürlich, ja, das ist sehr, sehr hübsch. Ich bin sehr glücklich damit. Bin ich jetzt im Hintergrund? Und ja, damit zurück zu Martin. Ja, herzlichen Dank, Außenreporterin Steffi. Weißt du, was wir, glaube ich, noch einmal brauchen? Oh, natürlich. Ja, das ist... so. Katze, sei niedlich. Mission accomplished. Jo. Oh. Ja, er schläft mal wieder. Steffi, weißt du, was ich jetzt gleich mache? Bis nach Hause fahren? Ich sitze draußen. Die Kamera ist aufgebaut, was man gegen die Sonne sehr schwer sieht. Das Mikrofon ist aufgebaut, der Laptop steht da. Ich habe die Arturo Fuente Chateau Natural Grün am Start und werde die jetzt mal durchzwitschern und ein Review dazu machen für etwas Genuss. Deswegen Leute, ich bin jetzt hier mal so ein Stündchen beschäftigt, habe extra das Sonnensegel aufgehangen und habe es auch ein bisschen, also es ist jetzt schief und unten, damit es mich tatsächlich auch von der Sonne abschirmt, damit die Beleuchtung einigermaßen gleichmäßig ist. Alles mit System hier, aber so sieht das gerade am Himmel aus. Wunderbar, oder? Da kann man schon mal eine Zigarre genießen, würde ich sagen. Mein Nachbar hat beschlossen, dass um 6:45 die optimale Zeit ist, um noch ein bisschen Rasen zu mähen. Das macht mir gerade die komplette Aufnahme kaputt. Also, shit happens.
Ich werde wohl gleich einfach nochmal von vorne anfangen. Aber nein, da geht's wieder los. Schön. Ich hoffe einfach, dass er schnell durch ist. Ich würde es mir wünschen. Einen absolut wunderschönen guten Morgen wünsche ich euch an diesem Samstag, dem 21.08.2021. Wir haben draußen Spuren von blauem Himmel. Aber nicht wirklich, aber es soll heute warm werden, es soll trocken bleiben. Steffi kommt heute Nachmittag vorbei. Alles wird wunderbar. Wie ihr seht, ich war unter der Dusche. Ich kann nicht sagen, ich war schon unter der Dusche, weil wir haben schon 20 nach 9. Das ist für mich relativ spät. Ich war gestern aber tatsächlich dann noch lang wach und habe die Videos fertig gemacht. Das heißt, ich habe jetzt das Etwas Martin-Video fertig. Und ja, überlege auch heute tatsächlich nochmal zwei Videos zu drehen, bevor Steffi kommt. Zwei Videos, ein Etwas Martin-Video und ein Video für Etwas Genuss. Ja, das wäre mein Plan eigentlich für heute, damit ich das... dass ich das bis heute Mittag schaffe, zwei Videos zu drehen. Die kann ich aber beide mit dem gleichen Aufbau drehen. Das heißt, das wird ein bisschen entspannter alles. Ja, liebe Leute, ich werde mich jetzt mal anziehen und werde dann loslaufen, Brötchen holen. Ihr kennt den Spaß. Ich muss natürlich Brötchen holen. Vor allen Dingen heute Mittag zum Grillen, Steffi. Also wir wollen grillen und Salat machen und dann wollen wir auch Vollkornbrötchen dazu essen. Und dann ist es doch so cool, wenn wir frische Vollkornbrötchen haben. So sieht's aus. Liebe Leute, ich werde mich jetzt mal anziehen und langsam auf den Weg machen, werde vielleicht noch eine Runde spazieren gehen dazu. Wir sehen uns gleich. Kommt gut in den Tag, ich komme auch gut in den Tag. So Freunde, ich habe meine, nennen wir es mal, Drogen wahrgemacht. Ich war beim Bäcker und ich war spazieren. Wie man sieht, ich habe heute eine Umhängetasche dabei. Da sind die Brötchen drin. Das liegt daran, dass der Bäcker hier nur bis 11 Uhr auf hat, auf dem Samstag und auf dem Sonntag. Und ich relativ spät losgegangen bin, um 20 vor 10. Und der Bäcker da manchmal schon keine Vollkornbrötchen mehr hat, je später man kommt. Das ist, die sind dann halt, wenn sie aus sind, sind sie aus. Ja, von daher bin ich heute zuerst im Bäcker. Und bin dann halt nach dem Bäcker meine Runde spazieren gegangen. Und damit ich nicht die ganze Zeit die Brötchen hier durch die Gegend tragen muss, habe ich die halt in eine Umhängetasche gepackt. Ja, so sieht das aus. Das Wetter ist Bombe geworden. Es ist ein bisschen spül und drückend, aber das ist okay. Aber nichtsdestotrotz freue ich mich jetzt darauf, wir haben jetzt so 21:45 und den Dreh. Jetzt gleich zu frühstücken in einer Dreiviertelstunde. Dann die Videos zu drehen und dann darauf zu warten, dass Steffi kommt. Damit wir dann hier gemeinschaftlich grillen und ein bisschen was im Garten erledigen können. Ja. So, wie ihr unschwer erkannt habt, ich bin zu Hause und ich habe meinen Schlüssel außen stecken lassen, das ist natürlich besonders smart. Ich bin zu Hause, wir sehen uns gleich. Meine Freunde, es ist Zeit, dass ich ein Video drehe. Ich habe alles aufgebaut, genau genommen möchte ich idealerweise zwei Videos drehen. Ich muss aber noch gucken, ich habe gemerkt, ich habe mir damit mega Stress gemacht, dabei ist heute ja erst Samstag. Trotzdem wäre es cool, wenn ich es jetzt in den nächsten zwei Stunden schaffe, zwei Videos zu filmen. Weil dann könnte ich morgen einfach eine Runde Video schneiden in Ruhe und das Ganze ein bisschen chillig angehen lassen. Und dann hätte ich erstmal gut was vorproduziert. Das wäre cool. Deswegen mache ich mich jetzt einfach mal an die Arbeit, Freunde. Jetzt wird Etwas Martin gedreht. So, Video Nummer 1 abgedreht. Ich würde sagen, ich mache mich jetzt mal frisch ans Werk für Video Nummer 2. Es geht um mein Haus- und Hofkaffee von Hania. Dazu gibt es jetzt ein Review und dafür muss ich mir wohl oder übel eine Tasse Kaffee kochen. Oh nein. So, das Review für den Hania-Kaffee ist gedreht. Jetzt muss ich noch einmal nach oben ins Tischstudio oder zum Tischstudio, damit ich das Produktfoto für das Cover machen kann. Und dann habe ich heute wieder zwei Videos gedreht. Zwei Tage, vier Videos drehen. Bombe. Genauso soll es laufen hier. Super, super, super. Und jetzt habe ich endlich auch mal wieder Videos in der Hinterhand, was tatsächlich sehr cool ist. Und das heißt jetzt aber auch, ich habe für Etwas Genuss drei Videos, die ich noch schneiden muss. Ich bin offensichtlich im Drehen besser als im Schneiden. Egal, das wird alles, Freunde, das wird. So, ich packe jetzt hier erstmal schnell den Sermon weg, gehe hoch, mache die Produktfotos und dann räume ich hier noch ein bisschen auf, bevor Steffi gleich kommt. Also es ist auch jetzt nicht, also eigentlich, ich meine vor allen Dingen halt da den Tisch. Aber gut, will ja auch gemacht sein. So sieht es hier gerade aus. So sieht es dann
aus, wenn es fotografiert wird. Das ist in Ordnung. Das ist absolut in Ordnung. Mehr will ich gar nicht. Ich weiß es doch auch nicht, Freunde. So, die kann hier wieder ausgemacht werden. Da muss jetzt auch mal wieder der Akku von der Kamera aufladen. Ich muss mir mal echt einen zweiten Akku kaufen. Das nutzt so nichts. Ja, es bewölkt sich mittlerweile ein bisschen. Aber das ist kein Problem. Das ist absolut kein Problem, Freunde. Ne? Ja, würde ich auch sagen. Man hört auch hier, wie die Leute hinten in den Gärten, das hier sind ja alles Gärten umliegend, wie die Rasen mähen. Dem werde ich mich übrigens dann nachher anschließen. So, jetzt aber eben das Footage rüberziehen, wie man so schön sagt. Und dann unten kurz ein bisschen Klarschiff machen, aber das ist schnell gemacht. Steffi ist gerade gekommen, wir haben gegessen. Und jetzt heißt es hier natürlich Rasenmähen. Ihr kennt das Spiel. Er ist noch nicht so hoch, aber genau dann möchte ich ihn auch mähen, wenn ich damit wenig Arbeit habe. Steffi ist gerade hinten im Garten und kümmert sich ums Blumenbeet. Da sagen wir gleich mal Hallo. Aber jetzt kümmere ich mich erstmal darum, dass vorne Rasen gemäht ist. Ich hole euch dann dazu, wenn ich damit fertig bin. Dann ist fertig. Hier ist gemäht. Hier ist gemäht. Und natürlich ist auch vorne die Giebelfläche gemäht. Ich habe überall die Rasenkanten geschnitten. Steffi hat hinten schon ein bisschen gewerkelt. Und jetzt machen wir kurz Päuschen. Und dann machen wir gleich auch weiter. Hinten ist auch Rasen gemäht. Wir nähern uns so langsam dem großen Finale hier im Garten. Steffi hat auf der kompletten Länge des Zauns die Dornen, die drüber gewachsen sind, zurückgeschnitten. Da ist auch Steffi. Hallo Steffi. Hallo Martin. Guten Tag. Steffi hat das Blumenbeet komplett gemacht. Ja, ich habe gerade den letzten Rest mitgemacht, weil wir müssen gleich noch eine Pflanzenneuvorstellung in diesem Blog. Und Steffi ist gerade dabei, die vertrockneten Triebe von den Rosen zurückzuschneiden. Wir nehmen an, dass das okay ist. Aber bisher hat alles, was Steffi dieses Jahr an den Rosen mal so nach Gefühl, Verdacht und so einem Halbwissen und Empfehlung einer Landschaftsarchitektin gemacht hat, irgendwie funktioniert, gefruchtet und dazu geführt, dass die Rosen einfach blütentechnisch eskalieren. Ja, eine Blüte ist hops gegangen, das passiert. Da waren noch ein paar Knospen dran, aber okay. Ja. So, Steffi Pflanzenneuvorstellung, kommst du eben mit? Ja, kommst du, machst du den da. Das ist jetzt nämlich hier. So, der Prängel da, der ist neu. Ja, könnte doch dasselbe sein. Zumindest sehr, sehr ähnlich. Nur größer halt, ne? Ja. Also es ist dieselbe Pflanzenart, das ist auch wieder eine Flammenblume. War ich heute Morgen nochmal bei Schleiß, weil mich das unendlich genervt hat, dass es nur zwei sind. Und man soll keine geraden Anzahl von Pflanzen. Weil das nicht so schön aussieht. Und das war das einzige weiße, die einzigen weißen Flammenblumen, die sie noch hatten. Und davon auch nur drei Stück, also habe ich zugegriffen und eine gekauft und... Ist jetzt vielleicht nicht so 100% das, was wir letztes Mal gekauft haben, aber es wird schon. Es wird. Und es passt ja auf jeden Fall ins Farbschema. Ja. Es ist die gleiche Pflanzengattung. Genau. Alles Wunderbärchen. Ja. Ne? Jetzt hier noch letzter Rest vom Schützenfest und dann. Ja. Und dann? Sind wir hier durch für heute. Und ich bin eh schon durch für heute. Ja. Es ist mal wieder Zeit. Ich weiß, ich habe gestern erst eine geraucht und vorgestern. Die gestern war allerdings, und das muss ich ganz ernsthaft sagen, das ist, wenn ich diese Reviews hier drehe, das hat halt wenig mit Entspannung zu tun. Natürlich, ich freue mich auch darauf, eine Zigarre zu rauchen. Und hier fliegt gerade irgendein kleines Flugzeug durch die Gegend. Das nervt. Ich freue mich auch darauf, die Zigarre zu rauchen. Aber das ist halt schon irgendwo auch Arbeit und anstrengend. Ich weiß, das klingt jetzt lächerlich, weil ich im Prinzip nur eine Zigarre rauche. Aber ich muss halt gucken, dass ich die Aufnahme richtig hinkriege. Dass ich mich darauf da konzentriere, wie die Zigarre schmeckt. Dass ich versuche zu vergleichen, wie sich der Geschmack im Verlauf entwickelt und so weiter und so fort. Das ist jetzt gerade einfach nur Entspannung. Und es ist natürlich eine Brickhouse Robusto Maduro. Natürlich. Meine absolute... Sie ist zu meiner Standardzigarre geworden und sie ist einfach wundervoll. Muss ich einfach sagen, wie es ist. Und die werde ich mir jetzt hier reinzwitschern. Der Himmel zieht sich langsam ein bisschen zu, aber das ist okay.
Ich werde nachher noch ein Ründchen mit dem Dave zocken. Das wird ein ganz entspannter Abend, Freunde. Das kann ich euch sagen. So, Entschuldigung. Ich ziehe mir jetzt einfach den Rest von dem Baby rein. So sieht's aus. Einen absolut wunderschönen guten Morgen wünsche ich euch an diesem Sonntag, dem 22.08.2021. Wir haben 20 vor 10. Wie ihr seht, ich bin angezogen, geschniegelt und gestriegelt. Ich habe gestern Abend noch den Vlog fertig gemacht und habe das etwas Martin-Video für nächste Woche gedreht und geschnitten. Nicht gedreht, gedreht hatte ich schon, aber ich habe es geschnitten, hochgeladen, komplett fertig gemacht. Mein Plan ist es jetzt heute noch eins zu drehen, dass ich dann auf Vorrat habe. Dadurch, dass ich weiß, dass ich in 2 Wochen am Wochenende unterwegs sein werde, möchte ich jetzt einfach vorproduziert haben, damit selbst wenn alles in die Grütze geht, auf jeden Fall die Videos online kommen. Das ist mir super wichtig. Ansonsten, dieses Hemd hatte ich seit 10 Jahren nicht mehr an. Jetzt ist es zu groß. Ich habe gedacht, es wäre noch ein bisschen knapper von der Größe her, habe es deswegen jetzt länger im Schrank liegen lassen. Ich habe es jetzt einfach mal angezogen, damit ich es zumindest mal wieder angezogen habe. Das wird aber die Tage auch in die Altkleidersammlung wandern. Da soll sich dann noch jemand drüber freuen, der damit tatsächlich noch etwas anfangen kann. Und es ist nämlich an sich noch echt in Ordnung, es ist halt nur alt. Und mir jetzt auch zu groß. Also, ja, ich denke, das spricht für sich selbst. Ich werde mir jetzt erstmal ein Käffchen machen und werde dann versuchen, meinen Tag zu starten, werde mich gleich um den Videodreh kümmern. Ihr kommt gut in den Tag, ich komme gut in den Tag. Wir kennen den ganzen Bubs doch. So, meine Lieben, hier ist alles aufgebaut. Ich werde jetzt das nächste Video drehen. Ja, es geht im Moment Schlag auf Schlag, aber ich möchte es auch unbedingt noch schaffen, bevor ich frühstücken kann ab 11. Ich möchte einfach, weiß ich nicht, habe ich jetzt, ist so mein Ziel, dass ich vorher dieses Video drehe. Deswegen werde ich das jetzt tun. Audio hat gerade schon exportiert. Ich habe das Video gedreht. Das werde ich dann gleich direkt noch schneiden, nachdem ich gefrühstückt habe und das komplett fertig machen, damit ich damit auch für heute durch bin. Das heißt, was ich dann noch machen möchte, heute nicht machen muss, sondern machen möchte, ist noch ein paar Videos für etwas Genuss schneiden und eine Website aufsetzen tatsächlich. Verzeihung. Für erfolglos, aber lustig. Ja, so Freunde, jetzt werde ich aber erstmal das Footage rüberziehen, wie man so schön sagt, und werde frühstücken, weil Hunger habe ich jetzt doch und ich habe noch Brötchen von gestern, über die ich mir gestern noch wir haben sowas wie blauen Himmel am Start, yeah. Ich habe aber mir gestern extra mehr Brötchen geholt, weil ich wusste, heute wird ein Tag, wo ich viele Videos schneide und viel Shit für die Content-Kreation erledige, und dann habe ich mir gestern schon Brötchen geholt. Die werde ich jetzt aufpacken, frühstücken und so weiter und so fort. Fleißig, fleißig ist er. Das Video ist geschnitten. Es wird gerade hochgeladen. Die Social Media Posten schon erstellt. Das heißt, ich bin jetzt für die nächsten 2 Wochen durch mit den Videos. Eins möchte ich aber dazu sagen. Die Videos, die nächste und übernächste Woche kommen, das sind Videos, die nicht zeitkritisch sind, um es mal so zu sagen. Da kommt es nicht drauf an. Also jetzt zum Beispiel dieses Video mit diesen Gerichten, was heute online gegangen ist, da habe ich quasi als Aufhänger genommen, dass ich jetzt die 65-Kilo-Marke gesprengt hatte. So ein Video muss dann auch natürlich kommen. Da achte ich immer drauf, dass wenn ich das auch, wenn das passiert, wenn ich, als ich die 50 Kilo abgenommen hatte, ist auch wirklich 2 Tage später das Video online gegangen oder ich glaube einen Tag später. Da achte ich schon drauf, aber das sind jetzt Videos, die ich quasi jederzeit bringen kann. Das heißt, ich werde versuchen, hoffentlich nächstes Wochenende mein erstes Rezeptvideo zu drehen, wenn ich es schaffe, bis dahin noch etwas nötiges Equipment aufzutreiben. Da muss ich jetzt tatsächlich noch einmal investieren, aber das wird sich auch unterm Strich lohnen. Auf jeden Fall muss ich da halt gucken, dass ich einmal ins Equipment investiere. Und was ich auch möchte, ist, dass ich, also beziehungsweise dann kann ich da halt die anderen Videos einfach immer weiter nach hinten schieben. Das ist halt kein Problem, das ist nicht dramatisch. Und nächstes Wochenende möchte ich planmäßig hoffentlich mein erstes Rezeptvideo drehen. So, Freunde, ich warte jetzt darauf, dass der Upload noch finisht. Ich habe gerade schon eine erste Maschine Wäsche reingemacht. Die werde ich jetzt einmal in den Trockner hauen und
werde dann überlegen, was ich jetzt konkret als nächstes mache, ob ich weiter Videos schneide für etwas Genuss oder ob ich noch etwas anderes mache. Ich habe ja vorhin angekündigt, dass heute tatsächlich ein Video-Editing-Video wird. Hier das neue Video für etwas Genuss exportiert. Das ist schon mal fertig, dann werde ich danach noch ein Video schneiden für etwas Genuss. Das heißt, dass ich dann für die komplette nächste Woche da auch schon durch bin. Und ich habe dann noch immer ein Video auf Vorrat, was ich schneiden kann. Wo ich aber noch nicht weiß, ob ich das heute schaffe oder nicht. Wir haben nämlich schon 2:30. Gut, ich habe jetzt heute auch ein Video gedreht und komplett geschnitten und fertig gemacht. Habe jetzt noch ein zweites Video geschnitten und fertig gemacht. Habe eine Maschine Wäsche unten gerade im Trockner. Habe ein bisschen aufgeräumt, habe die Spülmaschine ausgeräumt. Und es scheint die Sonne. Es wurde heute Regen angesagt. Ha! Strange. Jetzt werde ich aber erstmal hingehen und werde mein Essen warm machen. Ich habe von vorgestern noch Reispfanne über. Das ist die Reispfanne, bei der ich euch den nächsten Rezeptvideo drehen werde. Das mache ich mir jetzt warm und werde das eben einverleiben. Und dann werde ich schauen, ob ich dann direkt noch das Video schneide. Ich denke, ich werde dann noch das Video schneiden, das nächste. Und werde mich dann um die Website kümmern für Erfolglos aber lustig. Es hört nicht auf. Ich habe das nächste Video für etwas Genuss geschnitten. Das ist heute das dritte Video, das ich geschnitten habe. Eins habe ich ja auch noch gefilmt. Es läuft heute echt wie am Schnürchen. Es exportiert gerade. Ich habe das Thumbnail und den Instagram-Post auch schon vorbereitet. Das heißt, das muss ich gleich alles nur noch einstellen. Das mache ich, sobald ich das Video hochlade und vorplane, dann für kommenden Freitag. Mega, 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 mega. Ich habe da noch tatsächlich nur noch ein Video auf Halde. Für Dienstag in einer Woche. Beziehungsweise da könnte ich auch einen Blogpost machen. Also es ist so, dass ich bei etwas Genuss freitags kommt immer auf jeden Fall ein Video. Und dienstags kommt entweder noch ein zweites Video oder ein Blogpost. Aber da wird dann irgendeine Art von Content erscheinen. Mega, 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 mega. Was ich jetzt machen werde, ist die erste Maschine Wäsche unten aus dem Keller holen, aus dem Trockner. Und dann hier noch die zweite hinterher. Und ich werde mich jetzt auch in bequemere Klamotten schmeißen. Nämlich in eine Trainingshose und in ein Stabbershirt. Das mache ich sonntags immer so ab 3 Uhr, damit ich dann auch so ein bisschen emotionalen... Also, ich muss doch auch mal in Schnuffi-Klamotten rumlaufen. Und das mache ich meistens sonntags so ab 3. Und wir haben jetzt 3:30, 3:40 gleich. Das passt. Also, gegessen habe ich auch zwischendurch. Ich bin gerade mega happy. Das ist echt so geil. Wow. Wow, wow, wow. Es läuft wie am Schnürchen, Freunde. Und das ist geil. Neue Podcast-Folge von Erfolglos aber lustig ist auch online. Mega. Mega, mega, mega. Die Chance besteht, dass ihr mich für komplett bescheuert haltet. Aber ich habe jetzt noch ein drittes Video für etwas Genuss. Geschnitten, fertig gemacht, ist hochgeladen, eingeplant, komplett fertig, der Bums. Das war dann heute das vierte Video, das ich geschnitten habe. Und die Vlogs warten noch auf mich. Aber ich fühle mich gerade mega. Es ist einfach so richtig, einfach hammergeil. Ich bin jetzt so viel im Vorsprung mit dem Content. Das ist einfach nur geil. Ich kann es nicht anders sagen. Es ist einfach nur geil. Ne? Ja. Die zweite Maschine Wäsche ist gerade unten in der Maschine. Die sollte gleich fertig sein. Die erste habe ich da schon zusammengelegt komplett. Die kann ich eigentlich mal hochbringen und einräumen. Dann ist das auch erledigt. Ich habe meine Schluffi-Klamotten an, wie man sieht. Diese Hose ist mittlerweile, sie wird zum Problem. Sie ist nämlich viel, viel zu groß. Ich brauche mal neue Schluffi-Klamotten. Dieses T-Shirt ist auch viel zu groß, aber das ist bei bequemen Schlabber-Shirts nicht so dramatisch. Leute, ich mache mal einfach weiter jetzt. Ich hatte ja noch eventuell vor, eine Website für Erfolglos aber lustig zu erstellen. Da bin ich mir gerade noch ein bisschen unsicher. Vielleicht mache ich das aber noch. Wer weiß das schon? Wer weiß das schon? Ich höre gerade die Maschine Wäsche unten schleudern. Läuft alles hier. Es sollte heute eigentlich regnen. Yes, ich sag dazu nichts. Freunde, ich werde den Vlog jetzt für heute beenden, habe ich gerade beschlossen. Wir haben jetzt gleich 5:30. Es werden nur noch eine Handvoll Dinge passieren. Ich werde natürlich zu Abend essen. Ich werde die Vlogs fertig machen. Und ich werde eventuell an der Website für Erfolglos aber lustig schrauben. Ich habe gerade schon den Wäschekorb, der hier stand. Die Wäsche habe ich oben eingeräumt. Ich habe die zweite Maschine Wäsche habe ich in den Trockner geworfen. Ich habe in der Küche die Pfanne, mit der ich mein Mittagessen warm gemacht habe, habe ich gespült und so.
Es ist, ich habe mich um alles gekümmert, um das ich mich heute kümmern muss. Und den Vlog zu schneiden ist quasi der krönende Abschluss dafür. Dann habe ich heute eine ganze Menge geschafft. Und da ich gerade so im Videoschnittmodus bin, sage ich das auch ganz ehrlich, möchte ich das einfach abschließen. Ich habe gerade auch schon alle Sequenzen, die ich heute gefilmt habe, rübergezogen, jetzt bis auf diese natürlich, und habe den Vlog auch schon soweit vorgeschnitten und musste jetzt gleich nur noch exportieren. Von daher nehmt mir es nicht übel. Ich glaube auch tatsächlich, dass es mir ganz gut tun wird, wenn ich jetzt einfach mal ein paar Stunden habe vom Sonntag, an denen ich weiß, ich muss mich, ich muss das nicht noch vloggen, ich muss heute Abend nicht noch um 10 Uhr hier sitzen und den Vlog schneiden und so. Ich glaube, das wird mir auch tatsächlich sehr gut tun. Von daher mal würde ich sagen, sehen wir uns morgen in Woche 35. Morgen geht Woche 35 des Weekly Vlogs los. Es ist bei mir übrigens, meine Wochennummerierungen sind immer eine Woche unterschiedlich von der offiziellen KW. Das lag daran, dass das Jahr, dass der 1.1. mitten in der Woche war. Ich glaube, es war ein Freitag, ein Samstag, irgendwie sowas. Und ich habe dann quasi nur 2 Tage gevloggt von dieser ersten Woche, die eigentlich laut KW noch der Rest der Woche vom Vorjahr war. Und ich habe es aber als Woche 1 bezeichnet, obwohl das nur 2 Tage waren. Und so hat sich halt quasi eine Woche Verschiebung eingeschlichen zu Leuten, die zum Beispiel aus dem Beruf die offiziellen KWs im Kopf haben. Lasst euch da nicht irritieren, das ist einfach so. Das aber nur am Rande, Leute. Ich werde jetzt den Vlog zu Ende bringen hier, beziehungsweise schneiden und fertig machen, exportieren. Thumbnail machen, hochladen, den ganzen Bums. Wir sehen uns morgen, Woche 35, Tag 1. In alter Frische. Haut rein, Leute.